Unsere Trolleybusse sind seit mehr als 75 Jahren in Zürich unterwegs. Sie sind sehr leistungsfähig und punkten vor allem auf topografisch schwierigen Strecken mit sehr vielen Fahrgästen. Bereits heute werden Teilstrecken ohne Fahrleitung zurückgelegt. Die neu entwickelten Batterien können zeitverzugslos direkt ab der Fahrleitung geladen werden. Dank dem neuen Swiss Trolley Plus wird das System Trolleybus noch leistungsfähiger und flexibler. Der Swiss Trolley Plus ist für mich ein Vorzeigeprojekt für Zusammenarbeit einerseits zwischen den Schweizer Städten und andererseits zwischen der öffentlichen Hand, der Wirtschaft und den Hochschulen. Als Vertreter der Stadt Zürich bin ich stolz, dass dieses Fahrzeug der Zukunft bei uns seine Jungfernfahrt erlebt. Das stärkt den Ruf von Zürich als Stadt des öffentlichen Verkehrs, aber auch als Stadt mit einer Vorreiterrolle auf dem Weg in die 2000-Watt-Gesellschaft. Seit vielen Jahren entwickelt und produziert Hess Trolleybusse, unter anderem für die VBZ. Ein Beispiel ist der beliebte Swiss Trolley als Gelenk- oder Doppelgelenk-Trolleybus. Für den Swiss Trolley Plus mussten sich die Ingenieure von Hess gänzlich neue Lösungen einfallen lassen, welche mithelfen, das Oberleitungsnetz der Stadt Zürich zu entlasten. Dank der Zusammenarbeit mit den Kompetenzzentren der ETH Zürich und der Berner Fachhochschule konnten im Bereich der Regel- und Steuerungstechnik neue Lösungen und Ansätze einfließen. Beim Swiss Trolley Plus handelte es sich um eine Schweizer Entwicklung, welche zu 100% in der Schweiz geplant und umgesetzt wird. Die ETH Zürich forscht an verschiedenen Ideen für eine klimaschonende und energieeffiziente Mobilität. Das Projekt Swiss Trolley Plus bringt wichtige Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr. Die ETH liefert dazu das nötige Know-how in der Regelungstechnik, um diese Batteriefahrzeuge energieschonend und zuverlässig durch die Strecke zu leiten. Im Vergleich zu heute bestehenden Trolleybussen werden bis zu 15% Energie eingespart. Wir an der Berner Fachhochschule testen die Batterien unter möglichst realen Bedingungen. Der leistungsfähige Akku wird durch die lernfähige Steuerung noch effizienter. Das Zusammenspiel von Steuerung und Batterie muss unter allen Witterungsbedingungen und Temperaturen stabil funktionieren. Deshalb sammeln wir alle Daten und optimieren das System weiter. Wir sind der Überzeugung, mit dem Projekt einen wichtigen Meilenstein für die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs der Zukunft zu setzen. Der Bund hat sich mit der Energiestrategie 2050 ambitiöse Ziele gesetzt. Mit dem Swiss Trolley Plus leisten die VBZ und Hess einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele. Der Nahverkehrsverbund Zürich, der größtenteils auf Elektromobilität basiert, hat Vorbildcharakter und dient als Modell für weitere Städte. Das Bundesamt für Energie sieht deshalb in diesem innovativen Projekt einen Schritt in Richtung eines nachhaltigen Energiesystems, das darüber hinaus auch einen Beitrag zur Stärkung der Schweizer Wirtschaft leisten kann.